Behördenwillkür, Schluss damit. Die Macht des Antrags macht's möglich. Und so einfach wie nie zuvor. Setzen Sie bei Beamten und Ämtern Ihre Rechte als Bürger durch. Einfach, schnell und sicher. Setzen Sie im Handumdrehen den perfekten Antrag auf. Mühelos und mit Unterstützung dieses Spezialratgebers. Nutzen Sie die vielen Antragsmustervorlagen zur Formulierung wirkungsvoller Dienstaufsichtsbeschwerden. Machen Sie Beamte zur Schnecke, wenn diese unfreundlich, bockig, inkompetent oder gar nicht reagieren. Lassen Sie sich von Staatsdienern nicht den Schneid abkaufen. Schlagen Sie zurück, wirkungsvoll und effektiv, indem Sie einen Antrag stellen oder gleich mehrere. Nutzen Sie dabei die Techniken und Methoden aus meinem taufrischen Ratgeber. Beamte haben eigentlich Diener von uns Bürgern zu sein. In Wahrheit sind sie längst dessen Albtraum geworden. Denn um sich möglichst wenig Arbeit zu machen, treffen Beamte selbstherrliche, praxisferne Entscheidungen in aller Regel zum Nachteil der Bürger. Zum Glück gibt es ein wirksames Gegenmittel, den Antrag. Mit einem Antrag können Sie jeden Beamten zwingen, sich so lange mit Ihrer Angelegenheit zu beschäftigen, bis sie in Ihrem Sinne geregelt worden ist. Jeder Antrag muss nämlich nach einem gültigen Urteil des Bundesgerichtshofs von Beamten zeitnah und sorgfältig beschieden werden. Was ihm noch mehr Arbeit beschert. Und da Beamte nicht so sehr hassen wie außergewöhnlichen Aufwand, sind sie rasch bereit, sich um des Lebensfriedens willen ihren Vorstellungen anzunähern. Wie aber formuliert man einen wirklich korrekten Antrag? Das verrät Ihnen mein neues Buch, Die Macht des Antrags, leicht verständlich und Schritt für Schritt. Setzen Sie den Antrag als wirkungsvolle Waffe im Kampf gegen Behördenwillkür ein. Zeigen Sie jedem Beamten klar und deutlich seine Grenzen. Verhandeln Sie auf Augenhöhe. Formulieren Sie jeden Antrag komfortabel, perfekt und schnell. Dank des Antragsspezialratgebers werden Sie hieb- und stichfeste Anträge formulieren, ganz ohne Mühe, so oft Sie wollen. Legen Sie besonders bösartige Staatsdiener an die Kette per Dienstaufsichtsbeschwerde. Ich zeige Ihnen, wie Sie Dienstaufsichtsbeschwerden sicher und schnell ausarbeiten können. Dienstaufsichtsbeschwerden haben zwar meist keine direkten Wirkungen, bleiben aber ein Leben lang als schwarzer Fleck in der Akte des Beamten haften. Das hat schon manche amtliche Karriere empfindlich ausgebremst. Deshalb sind Dienstaufsichtsbeschwerden bei Staatsdienern so gefürchtet wie ein Nadelkissen in der Luftballonfabrik. Noch nie war es so einfach, sich wirkungsvoll, schnell und unkompliziert gegen Behördenwillkür zu Wehr zu setzen. Verschaffen Sie sich mit meinem Spezialratgeber, die Macht des Antrags, den Respekt, den Sie als Bürger verdient haben. Zum gebundenen Buch wird als Download oder auf CD-ROM kostenlos zahlreiche Mustertexte und Formulare, die Sie einfach nur Ihren Bedürfnissen anpassen müssen. Weitere kostenlose Informationen über die Macht des Antrags finden Sie auf der erfolgsonline.de. Anders denken zahlt sich aus. Gehen Sie Ihren Weg, bleiben Sie stark, Ihr Wolfgang Rademacher.